Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Steffi und ich möchte mit euch heute eine Regenbogen-Geburtstagskarte machen. Und zwar mit diesem schönen Stempelset, in dem man den Regenbogen in verschiedenen Farben auch stempeln kann. Also nicht nur in den typischen Farben, sondern auch mal in Brauntönen zum Beispiel. Ist auch ganz hübsch. Aber wir machen heute die ganz klassische Variante in Bunt. Ich zeige euch aber noch, wie man einen schönen Hintergrund dazu zaubern kann. Hier seht ihr jetzt die Geburtstagskarte, wie sie am Ende ausschauen soll. Das sind eben diese typischen Regenbogenfarben und was ich euch aber auch noch zeigen will, wie man diesen tollen wolkigen Hintergrund machen kann. Das ist wirklich ganz einfach und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Wir brauchen dafür einmal die Grundkarte in Schiefergrau in 29 x 10,5 und gefalzt wird es bei 14,5. Wir brauchen ein Stück Grundweiß in 13,7 mal 9,7 und nochmal ein Stück Grundweiß in 13,5 mal 9,5. Und dann noch ein kleines Reststück für die Wolken. Ich habe hier zweimal die Wolken in Grundweiß ausgestanzt und einmal in Pergamentpapier. Wir brauchen eine Schmierunterlage und ich habe hier noch ein Stück Restgrundweiß, was wir uns jetzt als Wolkenschablone zurechtschneiden werden. Hier ist es wirklich ganz einfach und wirklich macht es aus der Hand. Also ihr müsst euch da jetzt keine Gedanken machen, ob die Wolken jetzt krumm oder puckelig werden. Einfach mit der Hand solche Halbkreise malen. Große und kleine, mal ganz lang. So. Seht ihr das auch aus der Nähe? Ganz einfach so, ja, aus der Hand die Halbkreise zeichnen. Und die schneiden wir jetzt mit der Schere aus. Auch hier versucht die Rundung beizubehalten. Aber ob die jetzt genau in die Ecke reingeht, das ist dann auch, das sieht man dann am Ende nicht. Wichtig ist, dass die Rundung halbwegs rund ist. Dazu führt ihr immer das Papier und die Schere bleibt still. Das hat mir damals meine Kunsterzieherlehrerin so eingebläut, dass immer das Papier bewegt wird, nie aber die Schere. So, und dann schneiden wir hier aus. Fertig. Dann können wir schon das kleinere Grundweiß nehmen, legen uns das auf. Und jetzt kommt unsere Wolkenschablone da drüber. Wir nehmen dann einen Blauton. Ich habe hier jetzt Babyblau. Wir brauchen einen Brushpinsel und fangen jetzt an. Also einfach irgendwie auflegen, einfach mal irgendwie anfangen, in die Farbe reingehen und dann von unten nach oben wischen. Also mit dem Pinsel unten auf dem Schmierblatt auflegen und dann nach oben wischen. Und immer schön kreisende Bewegungen machen. Jetzt können wir die Schablone verschieben und wie man sieht, ist schon die erste Wolkendecke schon gewischt. Jetzt können wir also jetzt schieben wir die nach unten. Und dabei verschieben wir die auch nach links oder rechts. Und machen das Ganze jetzt wieder. Ihr müsst jetzt auch nicht bis ganz nach oben wischen, aber schon so, dass auch hier der Rand zur oberen Wolkendecke auch so schon nicht mehr ganz so weiß durchscheint, schon auch ein bisschen mit verblendet wird. So, und wieder nach unten schieben und dann auch wieder das Blatt verschieben.
Und immer schauen, dass wenn ihr hier die Schablone festhaltet, dass auch das Papier drunter noch spürbar ist, dass ihr das festhaltet, weil sonst kann es passieren, dass ihr das außersehen beim Wischen mit verschiebt. Und wieder verschieben. Und wenn ihr jetzt ganz unten seid, da wird es dann ein bisschen fummelig. Da müsst ihr dann ein bisschen aufpassen, dass ihr dann hier wirklich gut festhaltet. Und dann versuchen, dann dazwischen zu wischen. Manchmal nicht so einfach, aber es geht schon irgendwie. So, und jetzt ist hier unten noch sehr weiß. Das heißt, hier gehe ich dann einfach nochmal so mit dem Pinsel drüber. Und fertig ist unser wolkiger Hintergrund. Schön, oder? Ist gleich wieder ein bisschen Tiefe da. Und die Schablone könnt ihr jetzt weiterverwenden. Also packt sie euch in den Schrank für die nächste Wolkenkarte. Könnt sie auch mal so drehen. Da müsst ihr aber aufpassen, dass euch das dann nicht die Farbe abgeht. Also dann lieber immer auf der Seite bleiben. Ihr könnt aber auch die andere Seite noch eine Wolkenstruktur reinmachen. Einfach, dass sich die Wolken nicht eins zu eins immer wiederholen. Also da tobt euch einfach aus. Jetzt werden wir den Regenbogen stempeln. Ich habe mir aus dem Stempelset schon die einzelnen Regenbögen auf einen Acrylblock gezogen. Und wir werden in diesen Farben stempeln. Das ist einmal Wassermelone, Mangogelb, Olivgrün und Bermuda-Blau. Ist einfach eine schöne bunte Mischung. Und damit aber unser Regenbogen gerade wird, empfehle ich euch, mit einem Bleistift, mit einem weichen Bleistift, euch eine Linie zu ziehen. Wenn ihr habt, nehmt ein T-Lineal. Es geht aber auch, wenn ihr das Papier auf so eine Rasterunterlage legt. Das können wir ja auch mal machen. Also legt euch das Papier auf das Raster auf, dass das schön gerade aufliegt. Und dann sucht euch die ungefähre Mitte von der Karte. Es wird keiner nachmessen. Und dann legt ihr das Lineal auch wieder an einer Linie von dem Hintergrundpapier an. So. Und dann wirklich ganz leicht eine Linie ziehen, dass wir das nämlich dann später wieder wegradieren können. Das T-Lineal werde ich auch gerne unten in der Beschreibungsbox unter diesem Video auch mit einbauen. Dann könnt ihr das vielleicht kaufen, wenn ihr das wollt. Ja. So, fangen wir an. Wir nehmen jetzt hier einmal Wassermelone. Also ich beginne mit dem äußersten Bogen von dem Regenbogen. Genau, und stempeln das jetzt schön farbig auf und schaut, dass eben diese beiden Enden, dass die auf dieser Bleistiftlinie drauf sind und dass links und rechts auch noch ein gleicher Abstand ist. Ja, da haben wir uns den ersten Bogen. Und das führen wir jetzt fort. Dann nehmen wir die nächste Farbe, die Mangogelb, nimmt den nächst kleineren Bogen und wieder die Enden unten an die Bleistiftlinie aufbringen. Fertig. Olivgrün.
und Bermuda-Blau. Da haben wir schon unseren Regenbogen. Jetzt lassen wir die Tinte ein bisschen antrocknen und machen dabei weiter. Und zwar nehme ich jetzt hier ein schwarzes Stempelkissen und habe mir aus dem wunderschönen Set Glücksgrüße, mein absoluter Favorit im Januar bis Juni Katalog 2022. Das sind schöne Sprüche drin in so einer Handschrift, also finde ich sehr schön. Da habe ich mir jetzt schon den Stempel rausgenommen mit herzliche Glückwünsche. Und das stempel ich jetzt unter dem Regenbogen. Das ist so richtig schön fein, auch die Schrift. Möglichst mittig und möglichst gerad. Sehr schön. Und ich habe mir aus dem Stempelset, das sind so ganz kleine Herzchen, also aus dem Regenbogen-Stempelset, sind so ganz kleine Herzchen dabei. Immer mit bisschen Liebe zum Detail. Wir nehmen uns jetzt Schiefergrau. Und stempel mir das jetzt hier rechts über den Text. Ich denke, jetzt ist die Farbe trocken. Kurz wedeln. Und jetzt radieren wir uns den Bleistiftstrich weg, ganz vorsichtig. Und deswegen auch weicher Bleistift, weil da braucht man auch nicht viel Druck. Man muss da nicht so drüber rubbeln und verschmiert vielleicht noch die Stempelfarbe. Sehr schön. So. Jetzt ziehe ich hier die Kante über meinen Nagel. Könntest du mit der Schere machen oder über die Tischkante, was ihr gerade habt oder wie ihr damit arbeiten könnt. Und dann klebe ich das auf das größere Stück Grundweiß auf. Und das klebe ich jetzt mit Abstandpads drauf auf die Grundkarte. Hier seht ihr mal dreckige Hinterteil an der Karte. Aber das macht ja nichts. Deswegen ist ja das Papier nicht schlecht. Und wir verzieren das Ganze jetzt noch mit den Wolken, wie ich anfänglich gesagt habe. Ich habe jetzt hier einmal die große Wolke. Da mache ich mir jetzt auch ein Reststück von diesen Abstandpads drauf. Na, klebt die hier so drüber und auf die kleine ebenfalls hier vom Rand. Und die kommt jetzt hier oben hin. Und bei der Wolke aus dem Pergamentpapier, da einfach ein bisschen Flüssigkleber hin auf die Hälfte von der Wolke, weil wir wollen die bloß so halb auf die große kleben. Hier so ein Pünktchen drauf geben. So. Und das jetzt mit dem Finger hier so ein bisschen vertupfen, weil dann sieht man das nämlich dann nicht mehr. So. Schön hinzuppeln. Das trocknet dann weg, das kann man dann einfach wegrubbeln. Und dann zieht man nämlich nicht mehr den Kleber. Das ist auch eine schöne Idee oder ein schöner Trick, halt Pergamentpapier aufzukleben. Und natürlich wollen wir jetzt hier auch wieder Straßsteine drauf machen. Und fertig ist meine Geburtstagskarte. Diese Karte haben meine Teammitglieder bekommen, die im Februar Geburtstag hatten und aus meiner ersten Ebene sind.
Hier sieht man auch einen Unterschied. Hier habe ich ein bisschen mehr Farbe verwendet. Hier ist es ein bisschen blasser, aber so sieht man auch, dass jede Karte individuell wird und jede Karte auch ein Einzelstück ist. Ich hoffe, meine Idee hat euch gefallen und auch die Technik, die dahinter ist, und ihr probiert es auch mal aus. Wenn ihr die ausprobiert und in den Medien zeigt, dann verwendet gerne meinen Hashtag Stempelwiese. Ich habe den abonniert und sehe dann immer, wenn dann was Neues reinkommt. Und lasst dann auch gern mal ein Däumchen da oder auch einen Kommentar, je nachdem. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und einen schönen Tag und einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss!